Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer besonderen Retro Panda quält sich Folge. Und zwar ja so eine XXL-Ausgabe. Und heute stelle ich mich vielleicht meinen ärgsten Ängsten. Und zwar stelle ich mich zwei schweren Spielen. Ich sage immer, Retro Panda quält sich, das müssen ja nicht nur schlechte Spiele sein, sondern auch schwere Spiele. Einige wurden sich mehrmals gewünscht. Unter anderem Super Mario The Lost Levels und Super Goals and Ghosts. Ich werde jetzt beide mal so, ich sag mal, Pi mal Daumen 10 Minuten anspielen oder mal gucken, wie lange ich durchhalte. Wie ihr vielleicht wisst, ich bin so ein bisschen eine Memme, was harte Spiele angeht. Und ich habe jetzt schon so ein bisschen Respekt davor, ehrlich gesagt. Die Super Mario Lost Levels Collection ist da natürlich am besten in der Super Mario All-Stars Collection für Super Nintendo enthalten. Wer die Geschichte noch nicht so kennt, The Lost Levels ist eigentlich Super Mario Bros. 2 für Japan. Die Japaner dachten sich aber, okay, wir nehmen jetzt das Spiel, machen es halt nur viel schwerer. Das heißt, ihr werdet sehen, von der Anmutung her und so, okay, das ist natürlich jetzt das Remake für die All-Stars Collection, wollte ich schon gerade sagen, für Super Mario All-Stars. Ist natürlich jetzt mit 16-Bit-Grafik, aber im Prinzip war es dasselbe Spiel, nur halt wirklich schwerer. Dasselbe, nur schwerer. Nicht groß was geupdatet oder ähnliches. Was im Westen denn unter Super Mario Bros. 2 erschienen ist, ist eigentlich ein Spiel namens, glaube ich, Doki Doki Panic. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich da vielleicht einen falschen Namen im Kopf habe. Aber jedenfalls ein ganz anderes Spiel, wo dann einfach die Super Mario Sprites drauf geklatscht wurden und gut ist. Finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Ich fand damals Super Mario Bros. 2 habe ich als Kind sehr gut gefeiert und abgefeiert. Aber aus der Retro-Perspektive merkt man dann, okay, das ist wirklich schon ein ganz anderes Spiel, das spielt sich ganz anders, hat auch eine ganz andere Anmutung und so weiter, und daran liegt das. Ja, ungefähr haben uns die Japaner denn, das Lost Levels, denn das japanische Super Mario Bros. 2 hier in dieser Collection das erste Mal dem Westen zugänglich gemacht. Ja, die Japaner dachten einfach wie immer, ne, die im Westen, für die ist das zu schwer. Vielleicht auch, ich wäre als Kind wahrscheinlich verzweifelt, aber ich würde sagen, ich schau mal rein. Ich habe ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Es haben sich einige Leute gewünscht, es ist wirklich legendär schwer. Mal gucken, ob es wirklich so schwer ist, wie es immer gesagt wird. Okay, und mal gucken, wenn ich hier einen richtigen Moment... Genau, so. Ist mir schon mal groß. Also ich habe Super Mario Bros. Super Mario Bros. 1 ziemlich abgefeiert. Ich glaube, es ist ein schlechter Pilz, den darf ich gar nicht einsammeln. Ich bin mir aber nicht sicher. Plop, plop. Boah! Okay. Ich weiß, worauf es hinausläuft. Also, dass da natürlich jetzt so ein versteckter Block ist, das war schon nicht so nett, sage ich mal. Ah, ein Stern. Also hier scheint wirklich mehr mit versteckten Sachen gearbeitet zu werden. Das war im ersten Teil auch schon. Ich habe den, wie gesagt, mein Bruder hatte den NES damals. Und da war natürlich Super Mario Bros. 1 dabei. Und wir haben das beide sehr gerne gespielt. Kam aber da schon nie so weit. Ne? Okay, gut. Mag man auch sagen, Kind und so weiter. Da war man noch nicht so geschult wie jetzt. Bisher geht's aber. Aber es ist auch erst das erste Level. Das darf man nicht vergessen. Also man merkt hier schon, dass so einige Konstrukte hier... Ich versuche mich mal hier so... langsam, aber sicher vorzukämpfen. Da bin ich ausgerutscht. Okay, muss ich wieder von ganz vorne anfangen. Also mein Ziel ist es jetzt zumindest, das erste Level zu schaffen. Okay, so. Zack. Ah, nee. Ich bin echt nicht gut in Plattformen oder Jump'n'Runs. Falls ihr euch mal gefragt habt, warum ich auch manchmal Plattformer sage, ich lese viel im englischen Bereich. In Europa nennt man das Genre Jump'n'Run und in Amerika etc. eher Plattformer. Deswegen ist dieser Begriff Plattformer bei mir so hängen geblieben, weil auch mein Einstieg so ein bisschen in die Retro-Szene, die amerikanischen Kanäle, die einschlägig waren. Und daher habe ich diesen Sprachgebrauch übernommen. Aber war da vielleicht sogar schon das End? Wie gesagt, ich stelle mich natürlich auch blöd an.
Na komm, 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 komm. Okay. Ich warte mal mit Pflanze ab. Ah, okay. Sie spawnt nicht, wenn ich direkt daneben stehe. Also man darf hier auf jeden Fall nicht schnell vorgehen, würde ich zumindest mal behaupten. Ah, okay. So, zack. Und, Levelende, Levelende. Jetzt habe ich zumindest das erste Level. Jawohl! Okay, also es ist nicht leicht. Viele so anscheinend kleine versteckte Geheimnisse, wenn man so ein bisschen unachtsam ist. Also wirklich so diese zum Beispiel diese erste Szene mit diesem Leben. Das hat mich echt überrascht, dass dadurch der Sprung abgefedert ist, so diesen unsichtbaren Block. Und das ist natürlich schon durchaus, ja, nicht nett, sage ich mal. Okay, muss mal den maximalen Sprung rausholen. Okay. Ich weiß noch, beim ersten Teil, als ich, da geht man ja nach dem ersten Level auch in die Unterwelt. Da weiß ich noch, okay, da muss man den Sprung wirklich genau setzen. Aber was ich sagen wollte, ich weiß noch, wie ich geflasht war, als ich zum ersten Mal in die... Oh, okay, diesmal ging's. Unterwelt kam. Boah, ist ja komplett anders. Junge. Es haben sich auch da nicht viele Spiele getraut, muss ich sagen. Mal gucken, ob hier irgendwelche Goodies sind. Ich würde sagen, den Guma erledige ich erstmal. Zack. So. Und dann... Ah, schade. Ich dachte, ich kann da oben lang laufen. Kann man bestimmt auch irgendwie. Jetzt hätte ich hier wahrscheinlich so... einiges erleichtert und ich weiß, viele von euch werden da jetzt sitzen und die Hände über den Kopf zusammenschlagen und stellt der sich blöd an. Aber wie gesagt, ich bin nicht gut. Deswegen, wenn ihr auch in meinem Test die Aussage hört, boah, das Spiel ist so schwer, heißt das nicht unbedingt, dass für euch das Spiel auch zu schwer ist. Nur weil ich halt da so eine Mimi bin, ne? Aber bisher, also... Okay, da bin ich jetzt wirklich, da ärgere ich mich selber, ne? Ich will natürlich cool sein. Ich laufe hier immer mit den Sprint-Button lang. Und will hier durchwaschen, weil, ne? Kennst du schon, warst ja schon mal. Zack, 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 zack. Aber das ist, glaube ich, hier gar nicht... Da muss ich sprinten, da muss ich sprinten, ne? Da dachte ich mir, Junge, lass dir Zeit. Aber nein. Okay, so. Und deswegen habe ich auch diese Spiele, ne? Also zum Beispiel auch Super Ghouls and Ghosts. Das habe ich schon seit Ewigkeit in meiner Sammlung. Und ich habe ja so ein bisschen als Ziel... Oh, ich bin jetzt da umgegangen. Ah, sehr schön, Glück gehabt. Jedes Spiel, was ich in meiner Sammlung habe, will ich irgendwie mal einen Test machen oder irgendwie ein Video. Aber ich habe mich gedacht, wenn ich immer welchen Test mache, dann musst du das ja einigermaßen durchspielen. Und da dachte ich mir jedes Mal, ach nee, das schaffst du nicht. Und dann lieber in der Zeit ein paar andere Spiele. Ah! Ich dachte, ich war ein Abgrund. Noch ein Level geschafft? Ich habe noch ein Level geschafft. Ich bin nicht ganz so unfähig. Ich weiß natürlich auch nicht, wie viele Continues man hier bekommt. Und so als richtiger Hardcore-Retro-Gamer schafft man das logischerweise blind links. Bin ich aber nicht. Will ich auch gar nicht sein. Ich würde sagen, wir gucken noch einmal kurz in das dritte Level rein. Mal gucken, wie viel ich schaffe. So viel Leben habe ich eh nicht mehr. Wenn wir die jetzt aufgebraucht haben. So, okay, das sind diese. Ja. Ich bin... Okay. Da muss man das Timing stimmen. Aber diese Szene gab es bei Mario Brothers 1 auch. Aber ich würde sagen, ich habe es versucht. Ich werde es auch nicht viel, viel länger schaffen, ohne dauernd zu sterben. Deswegen würde ich sagen, ab zu Ghouls and Ghosts. So, ja, super, Ghouls and Ghosts.
War eins der frühen Super Nintendo-Titel und ist auch berüchtigt für seine Schwierigkeit. Der Vorgänger war ja auch ein Arcade-Spiel, was auf dem Super Nintendo, auf dem NES erschienen ist und so weiter. Und war auch da schon eines der schweren Spiele. Und NES-Spiele, die waren ja schon allgemein eher schwerer. Und das war nochmal eins der schweren. Und ich weiß auch, ich habe da Club Nintendo Berichte gelesen über das Spiel und das sah so fantastisch aus, ne? Deswegen, nee, aber es ist so schwer. Es sieht auch wirklich gut aus. Ich mag auch den Stil. Ich mag das Setting. Ich habe dieses Club Nintendo gelesen ohne Ende. Hat natürlich ein paar Slowdowns, ne? Da merkt man, dass es halt eines der früheren Titel ist. Wieso? Ach, man kann einen Doppelsprung machen. Wie man sieht. Aber wieso können die Zombies denn da durchlaufen? Ich aber nicht. Ja! Oh. Da war es auch revolutionär neu. Oh, das war jetzt aber gemein. Weil ich das richtig im Kopf habe, kann man zweimal getroffen werden. Was war revolutionär neu, dass man. Oh, und schon tot, ja. Das ging schnell, dass das Gelände halt so gewarpt hat. Das war damals wirklich wow. Und heute, selbst heute noch relativ ungewöhnlich, ne? Eigentlich ganz coole Sache. Ne? Wieso spielt denn da nicht hoch? Aber es ist natürlich wieder so ein Spiel, wo man nicht. Hä? Müsste doch da eigentlich. Wo man irgendwie nie in Ruhe gelassen wird, ne? Weil immer wieder Gegner spawnen. Mal war es bei Mario, mal man. Boah. Mir war so klar, dass ich so, aber sowas von dramatisch scheiter, aber dass ich noch nicht mal irgendwie 3 Meter komme, schockiert mich dann doch, ehrlich gesagt. Versuche einfach mal hier voranzukommen und nicht so viel hier zu kämpfen. Kann man hier irgendwie laufen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist da. Ah! Ich glaube, ständig in Bewegung bleiben. Es geht nicht anders. Kann ich das hier kämpfen? Ne, anscheinend nicht. Bin ich hier drin? Hä? Ah, okay. Okay. Auch wieder meine Rüstung. Ich weiß, es gibt verschiedene Waffen und so weiter. Und wie gesagt, eigentlich, ich mag die Ästhetik des Spiels. Die ist super. Aber wie ihr seht, es ist echt nicht leicht. Wo ich gerade toi toi toi. Da! Ich wollte gerade sagen, weitergekommen bin, als ich gedacht habe. Ich bin schon Game Over, oder? Ich versuche es noch einmal. Eieieiei, ich weiß. Eieiei. Aber dass ich so schlecht bin, da habe ich jetzt auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, man muss sich hier auf jeden Fall nicht so unbedingt auf das Gegner bekämpfen konzentrieren, sondern eher wirklich aufs Vorankommen. Zumindest ist das für mich, glaube ich, die richtige Taktik. Ist natürlich punktemäßig nicht das Ideal wahrscheinlich. Zack, 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 zack. Und was glaube ganz gut hilft, ist, wenn man auswendig lernt, wo die Gegner stehen. Also ne, man sieht das schon, ich weiß so ungefähr, wie ich hier lang komme. Das ist wirklich ein Problem. Na! Dass man hier nicht so agil ist, finde ich. Man bewegt sich ja schon relativ behäbig hier. Ey, ich dachte, das wäre Deko. Ich dachte, das wäre Deko. Ach, muss ich von. Gibt es da keine Checkpunkte? Checkpoints? Jetzt komme ich da wieder nicht hoch. Nein! Ich
mag das Spiel von Ästhetik, ich mag das Spiel von der Grafik hier, aber wir werden keine Freunde, glaube ich. Wir werden definitiv keine Freunde. Ne? Und zack. Und tschüss, ihr Loser. Zack. Also, ich glaube, damals als Kind oder Jugendlicher war ich dann ja schon fast. Ich war an dem Ding schier verzweifelt, ohne Scheiß. Wenn ich mir das irgendwie zum Geburtstag, zu Weihnachten hätte schenken lassen, auf jeden Fall, dann hätte ich auch wahrscheinlich mehr Ausdauer gehabt als jetzt hier. Ihr kennt es wahrscheinlich selber. Egal, ob das Spiel sau schwer war oder nicht, wenn ihr das Modul hattet, dann wusstet ihr, dass es erstmal nichts Neues gab. Und dann hat man das wirklich gespielt, bis man es auswendig konnte und einfach geschafft hat, ne? Das Schlimme ist ja, das erste Level ist natürlich noch relativ einfach, ne? Okay. Muss ich hier die Schädel abwarten? Ah, verdammt, das habe ich die da nicht gesehen. Die sind aber auch gut getarnt, die Schädel, finde ich. Macht natürlich jetzt meine ich muss schneller vorankommen Strategie etwas kaputt. Game over. Freunde, es hat aber auch, glaube ich, wirklich auch keinen Sinn, ne? Also wirklich ein schönes Spiel, ich mag's, aber ich bin zu doof dafür. Lass uns so ausdrücken, wie es ist. Ich bin einfach zu doof dazu. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dieser Sonderfolge. Was haltet ihr von wegen so? Retropraner quält sich aber hart. Wollt ihr noch mehr Folgen sehen? Mit welchen Spielen soll ich mich hier quälen? Haut es in die Kommentare rein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben.